Hallo alle zusammen. Heute präsentiere ich euch 5 weitere unheimliche Aufnahmen. Dieses Video wurde von TikTok-User Domatigan gepostet. Es war ein gewöhnlicher Tag und als er sich abends hinlegte, passierte etwas Seltsames. I really don't think I'm ever gonna be able to escape this shit. Listen to me. Listen to that pounding. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. This is my kitchen. Der User schrieb in seiner Videobeschreibung etwas Bemerkenswertes. Wenn du in ein Haus lebst, das 1932 gebaut wurde, stehen die Chancen hoch, dass es in diesem Haus spukt. Nummer 5. Diese Aufnahme stammt von TikTok-User WinMacPix. Was die Aufnahme selbst glaubwürdiger macht, ist die Reaktion seines kleinen Sohnes, der in dem Video zu hören ist. Days like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can I get it now? Stay there. Gibt es Gitarrenspieler unter euch? Falls ja, dann schreibt mir unten in die Kommentare, ob eure Gitarre sowas kann. It's starting again. What's going on again? Hello? Wie immer bei solchen Videos, ob es real oder fake ist, das überlasse ich euch zu entscheiden. Nummer 4. What's wrong, baby? Pretty Bippo. Dieses Video wurde von Dan Stewart aufgenommen und auf Twitter veröffentlicht. Er nahm seine kleine Tochter auf, als etwas Unheimliches im Hintergrund passierte. Wenn man es sich nochmal anguckt, bemerkt man, dass das Licht auf einmal angeht und das Spielzeug anfängt von alleine hin und her zu schaukeln. Nummer 3. Folgender Clip stammt von Reddit. 2 Freunde sind nachts in einem Wald zum Wandern unterwegs, als sie eine unangenehme Begegnung machten mit irgendetwas, was einen Skinwalker ähnelt. We are here hearing weird noises in the forest. What the fuck? Ich wünschte, die Qualität der Aufnahme wäre um einiges besser. Egal, was ich mit den Clip in der Editing-Software anstelle, besser wird's nicht. Ich finde die Reaktion der beiden etwas unangebracht. Sollten die nicht rennen? Nummer 2. Dieser Clip stammt von YouTube-Kanal World Paranormal 143. Der Creator heißt Bobby und die paranormale Aktivität in seinem Zuhause nahm so extrem zu, dass er einen YouTube-Kanal starten konnte, um die Geschehnisse zu dokumentieren und seine Erfahrungen zu teilen. Ich setze euch einen Link zu seinem Kanal unten in die Beschreibung. Es hat den Anschein, als würde sich diese antike Clown-Figur von selbst bewegen. Diese Aufnahme wurde um 23 Uhr aufgenommen. Bobby bemerkte im Augenwinkel, wie sich die Puppen bewegt haben und er entschied sich dann aufzunehmen. Auf Ergebnisse musste er nicht lange warten. Yo. Yo, I told you I saw that. I told you it was moving. Während einer Parade, die in England stattfand, die in öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, hat man auf Band unidentifiziertes Flugobjekt aufgenommen.
Was es glaubwürdiger macht, ist der Fakt, dass eine Sicherheitskamera in einem der Flugzeuge ebenfalls das Objekt erfasste. Die britische Regierung, sowohl auch die Air Force, hat sich zu dieser Sichtung bis jetzt immer noch nicht geäußert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls ihr mehr sehen wollt, dann werft einen Blick auf meinen Kanal. Lasst ein Abo da und setzt die Glocke auf alle, um weitere Inhalte nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.